Ja, hallo zusammen. Ich melde mich wieder mal bei euch. Es ist jetzt länger nichts gegangen. Und ich habe in meinem letzten Video hingeschrieben, das 100. und vielleicht auch das letzte Video. Auf das habe ich ein paar Rückfragen bekommen, ob ich das jetzt ernst meine. Und die Antwort ist ja, ich meine es ernst. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Der erste Grund merkt ihr vielleicht schon an der Qualität vom Video. Ich filme mit meinem Handy und das hat einen Grund. Und zwar habe ich meine Kamera nicht mehr. Die ist mir nämlich wie schon etwa alles in den letzten paar Wochen geklaut worden. Und zwar im Hostel. Ganz dreist, meine Kreditkartendaten hat er auch geklaut, der Typ. Ja, von zwei Kreditkarten. Er hat noch ein anderes Handy geklaut im Hostel. Er hat noch andere Kreditkarten geklaut von den Leuten, die da waren. Also es ist einer in dem Hostel gewesen, der einfach alles zusammengeklaut hat und sich jetzt so seine Reise finanziert, wo er jetzt halt einfach Sachen buchen über Kreditkarten. Ja, ich habe das mittlerweile wieder blockiert. Kreditkarten, die neuen, sind auch unterwegs. Das ist schon zum Teil eingetroffen da. Das ist ja alles überschaubar gewesen. Ist einfach ärgerlich. Kamera ist jetzt halt nicht mehr rum. Aber ja, es ist jetzt auch mal gut, sage jetzt mal, zum mal reisen, ohne immer alles zu filmen und zu fotografieren und zu machen, sondern einfach vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Moment zu geniessen und so. Darum habe ich jetzt gesagt, ich kaufe jetzt keine neue Kamera. Ich werde jetzt für den Moment stoppen, Vlogs zu machen für euch. Was mir natürlich gar nicht einfach gefallen ist. Es ist so ein bisschen, ja, es hat ein bisschen zugehört zu meiner Reise. Es war auch immer viel Arbeit gewesen, natürlich. Aber ja, also es heisst jetzt nicht, dass ich nie mehr Vlogs machen würde, einfach jetzt für die Zeit. Ich würde jetzt das Reisen mal ein bisschen geniessen, ohne immer eben wirklich alles zu filmen. Und die Kamera nicht immer müssen mitschleppen, das ist nämlich auch ein Punkt. Von dem her ist es eigentlich gerade so okay, dass die Kamera weg ist, obwohl es ja, natürlich schade ist. Ja, ich bin jetzt mittlerweile in Mexiko wieder und wenn ihr jetzt denkt, Mexiko, Gott verdammt, jetzt bist du schon zum dritten Mal in Mexiko, ja, das ist richtig. Mexiko ist übrigens ein geiles Land, darum macht das mir auch gar nicht aus. Ich bin jetzt da mit der Natalia wieder am Umreisen, mit der Chilenin, wo ich ja auch schon mal umgereist bin in Kolumbien. Und wir gehen zusammen Richtung Süden, Richtung Nicaragua. Nicaragua ist eigentlich so meine Hauptdestination, weil ich eigentlich hin will auf dieser Reise. Aber die Flüge sind günstiger auf Cancun, darum bin ich jetzt in Mexiko. Und wir reisen jetzt zusammen runter. Und auf das freue ich mich brutal, weil Nicaragua ist eines meiner Länder, wo ich schon unbedingt mal hingehen wollte. Und ja, ich freue mich jetzt richtig drauf, auf den Trip wieder mal ein bisschen unterwegs zu sein und alles. Und ja. Mit dem Airbnb läuft auch alles gut. Das ist eben ausbuchen bis im Mai. Also von dem her kann ich mich dort nicht beklagen. Es läuft eigentlich alles sehr, sehr gut bei mir. Also müsst euch keine Sorgen machen um mich. Es geht mir auch gut, aber ich kann keine Vlogs machen. Ja, ich werde aber jetzt vermehrt ein bisschen Fotos und so kleine Videos vielleicht auch aufladen auf Instagram und auf Facebook, auf meiner Fanseite. Also wenn ihr sie noch nicht geliked habt, dann liket die unbedingt noch. Facebook ist Free Like a Bird und auf Instagram Free Like a Bird, like underline Travel Blog. So könnt ihr mich finden, so könnt ihr mich weiterhin verfolgen. Ich muss mich jetzt da noch ein bisschen dran gewöhnen, immer das Zeug aufzuladen auf Instagram, schießt mich nämlich immer grausam an. Aber ja, es wird sich, ja, das kommt dann schon mit der Zeit. He? Also, Leute, danke vielmals für eure Unterstützung vom letzten Jahr, über das letzte Jahr aus. Ich bin jetzt schon fast 15 Monate unterwegs. Schon unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich habe viele Videos gemacht, ich habe viele Feedbacks von euch bekommen. Danke vielmals für das. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann gleich wieder mal Vlogs für jetzt, momentan, aber in nächster Zeit keine mehr. Aber eben, wie gesagt, danke vielmals fürs immer Zuschauen, fürs mit dabei sein und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.